Solche Situationen kennst du doch sicher auch, oder? Ob in der Bahn, auf dem Schulhof oder an der Bushaltestelle. Greifst du da auch manchmal zu deinem Handy, obwohl du eigentlich gerade mit deinen Freunden unterwegs bist? Oder beobachtest du das bei anderen? Dieses Phänomen nennt man Fubbing. Fubbing. Es kommt immer darauf an, über was sie reden. Also wenn es das Ernst ist, dann hasse ich voll arg, wenn die dann am Handy sind. Aber wenn es jetzt irgendwie so einfach so ein Treffen ist, finde ich es eigentlich in Ordnung. Also wenn ich mit meinem besten Freund jetzt unterwegs wäre, dann gehe ich ja explizit mit ihm unterwegs, dass ich auch mit ihm was unternehmen kann. Und da möchte ich dann auch nicht, dass er mit jemandem schreibt oder ich. Also ich achte darauf, dass wenn wir zum Beispiel zusammen Mittag essen, dass ich mein Handy weglege. Einfach, weil man so wenig Zeit mit seiner Familie verbringt. Und dann finde ich es wichtig, dass man sein Handy auch mal zur Seite legen kann. Ja, ich muss mir ehrlich zugestehen, ja, das passiert mir manchmal. Ich versuche es nicht zu machen, vor allem wenn ich mit Personen unterwegs bin, die mir wichtig sind. Ich denke, meine Mutter ist das gewohnt, also er hat sich das Thema erledigt. Wie du siehst, scheint Fubbing ein Riesenthema zu sein. Deshalb haben sich auch schon ganz schön viele Forscher damit beschäftigt und sich Fragen gestellt wie: Aus welchen Gründen fubben wir überhaupt? Welche Folgen hat das für Freunde und Pärchen? Und ist Fubbing in unserer Generation nicht schon völlig normal? Jetzt erstmal zu den drei Hauptursachen. Warum fubben wir überhaupt? Erstens, weil wir es können. Mit unserem Handy können wir dauerhaft und überall online sein, sogar im Urlaub. Forscher haben herausgefunden, dass 97% der Jugendlichen täglich mobiles Internet nutzen. Deshalb hält uns nichts mehr davon ab, die neuesten YouTube-Videos anzuschauen, mit unseren Freunden in Kontakt zu bleiben oder eine coole Instagram-Story hochzuladen. Zweitens, wenn wir dann mal nicht online sind, haben wir sofort das Gefühl, wir verpassen was. Eine Studie zeigt, dass wir auch unter Freunden mindestens jede halbe Stunde bis Stunde auf unser Smartphone schielen. Vielleicht hat dein Schwarm ein neues Bild hochgeladen, deine Freunde planen die nächste Party oder morgen fällt die erste Stunde aus. Das wollen wir ja mitbekommen. Das nennen Forscher Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Mit dem Griff zum Handy wollen wir diese Angst bekämpfen. Drittens, seien wir mal ehrlich, uns fehlt es manchmal doch allen an Selbstkontrolle, oder? Wer hat schon die Disziplin, sein Handy links liegen zu lassen, obwohl im Gruppenchat gerade heftig diskutiert wird? Deshalb sagen Forscher, dass unsere Smartphone-Nutzung fast schon suchtartig ist. Wir können einfach nicht ohne und wenn wir unser Handy mal für ein paar Stunden aus der Hand legen, werden wir fast schon nervös. Wie du siehst, gibt es viele Gründe, warum wir unsere Aufmerksamkeit manchmal mehr unserem Handy als unserem Umfeld schenken. Doch was macht das eigentlich mit uns, unseren Beziehungen und unserem Alltag? Wenn uns jemand ignoriert, fühlen wir uns vor den Kopf gestoßen. Ist sein Handy jetzt wichtiger als ich? Interessiert ihn gar nicht, was ich zu erzählen habe? Studien haben gezeigt, dass Fubbing viele negative Gefühle auslösen kann, vor allem bei Pärchen. Du bist neidisch auf die Person, mit der der andere gerade anscheinend lieber schreibt, bist wütend oder gelangweilt, weil du dich links liegen gelassen fühlst. Manchmal hat man den Eindruck, das Gespräch ist voll oberflächlich und niemand ist so richtig bei der Sache. Auf der einen Seite können wir übers Handy also mit viel mehr Menschen in Kontakt bleiben. Auf der anderen Seite wird unsere Aufmerksamkeit extrem abgelenkt und wir sind mit unserem Kopf ständig mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigt. Unsere Eltern hatten es da früher echt leichter. Bei Treffen mit ihren Freunden konnten sie sich noch voll und ganz darauf konzentrieren, denn sie kennen auch noch ein Leben ohne Handy. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass vor allem unsere Eltern es unhöflich finden, wenn wir in Gesellschaft dauernd zum Handy greifen. Dabei ist das doch heute schon ganz normal, oder? Macht doch inzwischen jeder. Auch Studien zeigen, dass sich neue Umgangsformen entwickeln und es für immer mehr Leute völlig okay ist, dass das Handy in unserem Alltag so wichtig ist. Trotzdem muss man auch verstehen, dass es nicht allen so geht und darauf Rücksicht nehmen. Du hast jetzt ganz schön viel über Fubbing gehört. Aber was heißt das denn jetzt konkret für dich? Das Handy ab jetzt komplett in der Tasche zu lassen, ist ja auch keine Lösung. Deshalb hier ein paar Tipps, wie du mit Fubbing umgehen kannst. Versuch doch mal, deine Freunde oder deinen Partner in deine Handynutzung mit einzubeziehen. Zeig ihnen, was du dir gerade anschaust und redet darüber. So entsteht auch kein Neid. Sprich direkt an, was du gerade an deinem Handy machst. Ich warte auf eine wichtige Nachricht oder ich muss kurz meiner Mutter Bescheid geben. Allein das hilft deinem Gegenüber schon, die Situation richtig einzuschätzen. Manchmal ist es gut, sowas wie handyfreie Zonen einzuführen. Wenn von Anfang an klar ist, dass bei einem Serienabend kein Handy dabei ist,
dann kommt man auch weniger in Versuchung. Sprich ruhig direkt an, wenn du dich durch Fubbing der anderen unwohl fühlst. Manchmal nervt es einfach und das darf man dann auch so sagen. Ermutigt euch doch mal gegenseitig, weniger aufs Handy zu gucken. Das kann auch ganz lustig sein, zum Beispiel mit der Handysektor Real Life Challenge. Fordert euch gegenseitig heraus und schaut, wer am längsten durchhält. Eine ähnliche Idee hatte auch schon ein Restaurant in Israel. Wer beim Essen nicht auf sein Handy schaut, zahlt nur die Hälfte. Das lohnt sich, oder? Wir sind echt gespannt, was du zum Thema sagst. Wie stehst du zu Fubbing? Gehört es für dich schon zum Alltag dazu? Oder hättest du auch mal Lust auf mehr handyfreie Zeit? Lass einfach einen Kommentar da.